Hallo und zurück zu Batman Arkham Knight. So, jetzt haben wir in der letzten Folge ja die ganzen Kisten hier in dem Lagerraum weggeschoben. Und jetzt, glaube ich, müssen wir das Luftschiff hier verlassen. Schauen wir mal, was jetzt hier durchgeht. Ich denke mal, dass wir das wieder hacken müssen da. Alles klar. So, da, da. Hoch. Alle tot hier, Wahnsinn. Hör mal. Ja, ist doch gut. Ich wollte nicht dich Ja. bringen, sondern dein Verstand. Also, sind wir noch Freunde? Ja, Freunde fürs Leben. Mei. Ich bin eh unschuldig. An allem ist nur Scarecrow schuld mit seiner patentierten Joker-Befreiungsmixtur. Wenn wir durch die Tür nicht durchkommen, gehen wir halt hier durch. Genau, schön leise. Ich muss den Soldaten anvisieren, der die Drohne steuert. Alles okay, Jungs? Seht ihr was? Wer riecht? Ich sehe ihn nicht. Den der Scheiß. Blöde Soldat da. Gehen wir hier rauf. Mr. Stack hat Scarecrow enttäuscht. Machen wir nicht den gleichen Fehler. Wenn wir Batman finden, finden wir auch die Daten. Ah. Was zur Hölle? Okay, da kann man bloß das Ding in der Luft jagen. Aber wo ist der, der die Drohnen steuert? Ach, der da. Ich muss nicht. Mei. Ich hab nicht vor, Scarecrow. Ich muss näher ran. Wir wissen alle, wozu er fähig ist. Gehen wir mal hier rauf. Wie geht's hier? Ich habe die Codes. Ich kann die Drohne oder ihre Ziele anvisieren, um sie gegen sie zu wenden. Was ist mit der Drohne passiert? Und war das nur eine Drohne oder sind das mehrere? Scheiße, wir die alle Waffen haben. Okay, nicht einschlafen, er ist hier irgendwo. Was ist los? Übermann dich doch noch die Schuld? Oder erkennst du tief in dir endlich, dass deine Tage gezählt sind? Dass Gotham gefallen ist? Dass deine schrecklichsten Albträume wahr werden? Warum läuft der Laborkram noch? Ich dachte, wir sind die Wissenschaftler los. Da ist die Konsole. Ich muss erst alle Gegner, bevor ich sie benutzen kann. Okay, das muss ich jetzt ganz langsam machen. Meldet euch, wo seid ihr? Beim primären Datensystem ist alles sauber. Hier ist alles ruhig. Am Waffenraum ist nichts. Okay, reißt euch zusammen.
Wie mache ich das jetzt? Muss ich irgendwie einzeln ausschalten? Probieren wir es einfach mal. Den haben wir jetzt nicht gesehen. Ah. Er ist da drüben. Kommt schon. Wir können hier nichts tun. Verteilt euch und findet ihn. Setzt euch. Hier nach da drüben. Los, los. Ist aber Ruhe hier. Da sie jetzt kann ich über die Konsole die Verteidigung des Luftschiffs sehen. Sehr gut. Sehr gut, Batman. Aber mal ehrlich, dass die ganz neuen Anzug und nicht am ausgedienten Helden haben. So, Computer benutzen. Die Bedienung des Waffensystems ist durch einen Fingerabdruckscanner gesichert, der auf Stack eingestellt ist. Ohne saubere Abdrücke komme ich nicht rein. Vielleicht haben die Überwachungskameras was aufgezeichnet. Ich sollte die Aufnahmen daraufhin prüfen, ob Stack während der Entführung irgendeine Oberfläche berührt hat. Dann könnte ich die Abdrücke vielleicht rekonstruieren. Ja, das ist natürlich nicht gesehen. Okay, er hat uns hier runtergeworfen. Schauen wir hier weiter. Hä? Ah, okay, da kommt er. Weiter geht's nicht. Schauen wir nochmal alles an. Aber ich glaube, der hat's auf dem Stuhl drauf getan. Kann das sein? Diese Aufnahme hinterlässt Stack keine Fingerabdrücke. Warte mal, geht jetzt hier rein.
Ne, ist es, wenn man anfasst oder was? Na. Er wird in dem Moment kaum Abdrücke hinterlassen haben. Das ist vorbei, die Aufnahme. Hier ist nichts. Ich muss rausfinden, welche Oberflächen Stack angefasst hat. Der hat doch gar nichts angefasst. Spinne ich jetzt? Jetzt geht er bloß die Treppen runter. Er berührte das Geländer, um das Gleichgewicht zu halten. Ich sollte weitere Stellen suchen, die er berührt hat. Dann finde ich vielleicht alle Abdrücke. Ah, alles klar. Stack hat einen Handabdruck nahe des Ausgangs hinterlassen. Ich sollte nach weiteren Abdrücken suchen. Das hilft mir nicht weiter. Ich muss rausfinden, kein vollständiger Handabdruck. Es müssen Augenblicke sein, in denen Stacks Hand flach aufliegt. Okay, das haben wir ja schon. Dann gehen wir nochmal zurück. Das haben wir auch. Das ist mir keine Hilfe. Ich muss einen Moment abpassen, in dem Stack eine Oberfläche im Raum berührt. Das bringt nichts. Auf dieser Aufnahme berührt Stack keinen Gegenstand. Netze. Stack hat hier den Boden berührt, nachdem er die Treppe runterfiel. Um den vollen Satz zu rekonstruieren, brauche ich mehr Abdrücke. Okay. Also hier bestimmt auch nochmal was. Da. Stack muss dort auf dem Boden einen Handabdruck hinterlassen haben. Ich weiß, wo Stack seine Abdrücke hinterlassen hat. Ich muss die Stellen nur scannen. Also, was machst du da? Du rekonstruierst einen Abdruck aus all diesen klitzekleinen Stückchen? Apropos klitzekleine Stückchen, was glaubst du, was sie mit Barbara machen werden? Ich habe einen Abdruck vom Zeigefinger. Noch drei Stellen. Genau, hier noch. Zack. Ich konnte Stacks Mittelfingerabdruck von hier rekonstruieren. Noch zwei Stellen scannen. So. Ich habe Stacks Daumenabdruck an dieser Stelle rekonstruiert. Noch eine Stelle übrig. Oh, ging es lang? Ich glaube hier lang. Genau, da unten lang. Ah ne, das war hier hinten, ja. Genau, hier hinten war das.
Ich habe den vollen Satz. So sollte ich auf Stacks Computer zugreifen. Alles klar. Dann werden wir mal die Waffen ausschalten. Du benutzt Stacks rekonstruierten Handabdruck, um auf den Computer zuzugreifen? Echt genial. Ja. Wirklich. Oh, ich weiß was. Wenn du fertig bist, hacken wir sein Online-Dating-Profil. Da kannst du hier reinhacken. Ich kann die Geschütze auf dem anderen Luftschiff nicht aus der Distanz steuern, aber ich kann die Geschütze auf diesem Schiff steuern. Na genau, mach's immer so. Die Waffen werden erledigt. Jetzt ist Scarecrow dran. So, wir müssen ja Scarecrow jetzt aufs zweite Luftschiff folgen. Das schauen wir uns, würde ich sagen, aber erst in der nächsten Folge an. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Andi.